Hallöchen und herzlich willkommen auf der stürmischen See von Raft. Und Gorilla hat sich auch wieder an Deck geschlichen und heute wollen wir was Tolles machen. Hallo Gorilla! Hallöche Leute! Ja, willkommen zurück bei Raft. Auch von mir ein großes Hallo und ein schönes... Ich werfe schon wieder die Sachen weg. Es geht mir ja... Alles gut. Braucht kein Mensch. Nee. So, ich habe ja einen kurzen Livestream gehabt. Wir hatten ja beim letzten Mal besprochen, dass ich ein bisschen sammeln soll. So richtig viel ist nicht zustande gekommen, weil wir hier bei so einer Doppelinsel gelandet sind. Und die wollte ich dir irgendwie nicht vorenthalten. Bei der hier habe ich schon getaucht. Da müsstest du vielleicht gleich als unser Baumeister, Bob, nur mal versuchen, dass wir vielleicht auch auf die obere Etage kommen und da so ein bisschen was wegflanken können, weißt du? Was wegflanken? Boah, ja ich kümmere mich ums Wegflanken heute. Super, du baust die Flanketage. Ich habe hier Tonziegel auch schon gemacht. Die sind mittlerweile auch fertig, glaube ich. Und weißt du, was das bedeutet? Du wirst es nicht glauben, aber wir können einen Ofen bauen. Juhu! Der Ofen. Warte mal, der Ofen. Wo würde ich einen Ofen hinsetzen? Die schmelzen. Oder einen Haufen hinsetzen würdest, das weißt du immer, ne? 6 Nägel und 4 Schrott. Ja, vor deiner Haustür. Oh, du bist so gütig. Ich weiß. Ich kümmere mich jetzt erstmal darum, dass ich hier wieder satt bin und keinen Durst mehr habe. So. Es gab da mal irgendwie ein Wort, das man dafür erfunden hat, oder? Damit man auch sagen kann, dass man keinen Durst mehr hat, aber ich sagen muss, dass man keinen Durst mehr hat. Also, soweit mir bekannt ist, ist in der deutschen Sprache kein Wort für nicht durstig vorhanden. Soweit mir das bekannt ist. Ist ja traurig. Ja. Warst du schon auf dieser Insel? Auf der unteren Etage ja, aber oben noch nicht. Da müsste noch irgendwas hingebaut werden. Ja, okay, alles klar. Kümmere ich mich. Ganz bestimmt. Und kannst du ausgehen. Weißt du, das Blöde ist, dass der Hai hier, wer weiß, wie viel frisst. Dieser Fotzenhai. Dieser Fotzenhai. Ja, ich hasse den auch, aber... Das hat man ja oft, dass man jemanden hasst und trotzdem macht man mit ihm durchgehend ein Raft-Let's Play. Das ist halt manchmal so. Ja, aber was soll ich machen? Ich kann ja nicht alleine spielen, ne? Also ich meine, könnte ich das schon, das wäre auch unterhaltsamer, aber... Du weißt doch meine soziale Art. Du musst ja auch die Unterschicht bedienen, ne? Ja, eben. Ja, ich verstehe dich. Ach, wenn wir uns nicht hätten, ey. Ja, jeder andere würde uns auf jeden Fall ablehnen, das ist klar. Sofort. Rex Click. Eine Holzsäule. Oh, ich brauche hier Nägel. Oh, warte. Wie viel? Oh, mindestens 20. Ja, sagen wir 10. 10. Ja, warte. Dann lege ich dir die hier hinten in die äußerste Kiste. Bitte sehr. Ach, da. Zack. Danke, Baby. Bitte. Da liegt übrigens fertiges Fleisch drin. Ich will ja nicht meckern. Nee, das ist richtig. Das war nirgendwo mehr Platz. Okay. Was war das? Ich habe da was gehört im Hintergrund. Mein Magen? Ich bin völlig verhungert und verdurstet. Ganz bestimmt glaube ich dir das. Ganz bestimmt. Wieso? Was hast du denn gehört? Du Knecht Hubrecht. Ja. So, also, ich kümmere mich darum, dass wir höher kommen und du hast auch einen Job oder heute mal nicht? Nö, ich sitze nur rum. Okay, das klingt. Ja, okay, du hast es dir aber auch verdient, ne? Du hast ja jetzt auch viel für uns gesammelt. Ja. Das will ich ja nicht ungeachtet lassen. Ne? Genau. Ist ja nicht so, als wenn ich nicht getan hätte. Ganz genau. Ja, jetzt brauche ich Holz. Wenn du mir jetzt sagst, wir haben kein Holz, raste hier ich vorne aus. In der Kiste sind noch 80 Holz. Aber mehr ist nicht zusammengekommen.
Nassau tragisch. Da mit 80 Holz soll ich auskommen. Finde ich aber schön, wie schnell du das gerechnet hast. Das macht mich glücklich. Ja. Ja, du weißt, Mathematik ist nicht so meine Stärke. Nee, halt, warte. Mal, was? Mit wem verwechsel ich mich gerade? Weiß ich nicht. Ich komme nicht drauf. Ich auch nicht. Ich glaube, derjenige war so an die 20 Jahre ungefähr. Ja, so in dem Alter wird er gewesen sein. Oder die, man weiß ja nicht so genau. Ja, ja, genau, man weiß es halt nicht. So. Sieht das schon, das sieht doch schon gut aus, ne? Oder? Wir sind doch schon jetzt mal ein Stückchen höher. Manometer sind wir schon hoch. Die Frage ist, kommen wir da rüber? Ja, ja, also jetzt, wenn wir jetzt... Fuck my life. Wenn wir jetzt, sorry. Wenn wir jetzt da hier hochrennen und dann hier hochrennen, dann sind wir auf jeden Fall schon hoch genug, oh, hi, um da drauf zu kommen. Jetzt muss ich mir nur noch was einfallen lassen, damit wir da auch wirklich irgendwie rüberkommen. Also mit Springen geht es auf jeden Fall nicht, weil Springen ja, kann unsere Figur gar nicht. Du hast es versucht, ja? Ja. Merke ich jetzt. Okay. Nee, nee, Springen, das wird nichts. Deswegen müssen wir uns jetzt irgendwas anderes ein... Oh mein Gott, einfallen lassen. Was haben wir jetzt gemacht? Ach, das war meine Idee. So und so. Jetzt kommt's. Ja, 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 jetzt komme ich. Weißt du, was ich meine, da? Ich hoffe, ich werde das jetzt gleich sehen, wa? Schätzelein. Freilich. So. Dann haben wir hier so einen langen Stab. Brauche ich nochmal den Holzboden. So baue ich hier einmal drumherum. Nehme ich mal den langen Stab und hau den hier nochmal irgendwo rein. Warte mal, da habe ich den langen Stab. Mhm. Ach, deswegen kann ich den da nicht hinstellen. Ja, doch. Ne, das... Aha. Ah, hi. Ja, so in etwa, genau. Ne, ich bin jetzt gerade hier dabei zu gucken, dass ich hier auch so einen Sinn... Ja. Einen sinnvollen Weg rummache, aber irgendwie wird das Ding immer verrückter. Aber es funktioniert auch nicht mehr. Also nicht mehr lange, dann können wir darüber. Warte mal, jetzt muss ich das Ding drehen. Mach mal mit. Müssen wir auch, weil wir haben schon so viele Netze durch diesen gierigen Hai verloren. Oh, der hat hier mittendrin ein Loch gebissen. Der Sack. Wo bin ich denn jetzt? Nicht mehr weit, ne? Wo bin ich denn hier gerade durchgefallen? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich auch nicht, aber hier ist nirgendwo ein Loch. Und plötzlich war ich im Wasser. Ich bin durchs Riff gefallen. Sozusagen durchgeflutscht. Ja, das nennt man dann wieder Bug. Das glaube ich nicht. Nein. Nein. Das Ding wird komplett bugfrei sein. Gut, also näher ran werden wir jetzt nicht kommen. Na, wichtig ist ja, wir kommen da hoch. Ja. Ah! Ich muss auch mal springen drücken, ich Vollhorst. Ich muss jetzt hier einmal aufpassen. Genau. Verfickt knapp, aber geschafft. Okay, ich hab's nicht geschafft. Du bist echt ein Pro-Gamer, Digga. Das sage ich dir und du lachst dann jedes Mal. Ja, trotzdem schaffst du es. Nee, ich schaff, ich bin. Ich weiß noch bei. Wie hieß das Spiel nochmal? Humanity Fall Flat oder wie hieß das? Ja. Human Fall Flat, ne? Mhm. So. Da warst du das, der es jetzt beim Springen nicht gepackt hat und jetzt.
ich krieg's nicht hin. Es wäre aber gut, wenn du hier rüber kämst, weil hier liegen nämlich so ein paar Sachen, die ich nicht mehr aufnehmen kann. Ja, das ist natürlich doof, wenn du jetzt hier voll rüber gesprungen bist. Ja, das, ja, muss ich nichts zu sagen. Komm, Gorilla, jetzt versuch's mal. Äußerste Spitze und dann hier rüber. Ist knapp, aber, ja, aber machbar. Aber hast du es mit Anlauf gemacht, oder? Ich weiß nicht, ob der hier Anlauf kann. Auf der Treppe hast du kaum Anlauf. Versuch's einfach. Ja, ich versuch's mal. Weil ich weiß nicht, warum ich... Achso, weil ich die ganzen Blumensamen habe. Natürlich, klar. Hier liegt nämlich ganz viel Material rum. Und du weißt, wenn wir es brauchen, dann schaffen wir sowieso nicht mehr, hier drauf zu kommen. Ja. Oh, leck mich am Arsch. Ich stand schon drauf, aber er ist irgendwie runtergerutscht. Ja, ich versuch's nochmal. Ganz entspannt. Ah. Na, das war ja nicht. Also für mich sah das nicht entspannt aus. Ja. Das sah so aus, als wenn du von der oberen Drittel gesprungen wärst. Nee, das war schon sehr entspannt, was ich da gemacht habe. Ach, fick, Mist. Es ist aber auch so scheiße dunkel, ne? Dann sieht man... Oh nein, das hast du nicht echt gemacht. Du bist jetzt nicht echt... Ach. Was soll ich denn machen? Du kommst ja nicht hier runter. Du willst ja nicht. Nee, er schafft es auch nicht. Das ist ein Arschloch. Oder ich habe ja eine Frau, deswegen ist es... Ein Arschlöckchen. Ja. Ja, ja. Ach du Heilig, ich bin ins Wasser gefallen. Aber bin wieder raus. Einmal mit Profis, weißt du. Schon wieder drüben, oder wie? Nein, ich muss mich ja erstmal aussortieren. Das ist ja bei diesen ganzen Loot-Spielen, weißt du selber, wie viel du da sortieren musst. Ich probiere es jetzt schon eine ganze Nacht lang, hier irgendwie rüberzukommen. Wie hast du das gemacht? Das kann nicht wahr sein. Ja. Mann, ich krieg die Scheiße nicht hin. Also wenn du die Sachen wenigstens noch einfach irgendwo hinschmeißen könntest, ne? Und dann verteilt einer, aber... Ich bin da ja eigentlich nicht schlecht drin in sowas. Naja, eigentlich, ne? Wirklich bin ich sogar ein Profi und nicht nur nicht schlecht. Irgendwie. Das hätte ich jetzt auch gesagt, aber. Irgendwie kriege ich es hier gerade nicht gebacken. Mann. Du kannst mit. Nein, das sind perfekte Sprünge, die ich da mache. Du hast dich ja drauf gebackt. Wie auch immer. Ist mir scheißegal, aber ich komme da nicht hoch. Das nervt mich. Ja, du weißt, wie ich bin. Cheater bist du. Richtig. Können wir nicht noch ein Stückchen weiter nach... warte mal, wenn der Felsen im Norden ist, noch ein Stückchen weiter nach Westen? Theoretisch ja, aber dann müssen wir wieder einen neuen Anker bauen. Ja, warum hast du denn auch keinen festen Anker gebaut? Weil wir noch nicht weit genug sind dafür. Nicht kleckern, klotzen. Du musst mal ordentlich hier was auf den Tisch legen. Jetzt hat's nicht geklappt. Aber er ist auch nicht gesprungen irgendwie. Der Wichser, ich hab's genau gewusst. Verpiss dich! Ich kann nicht mehr zustechen. Ich hab nichts. Ich raste aus. Fussel, das macht mich aggressiv, das Spiel. Weil er nicht springt. Mann. Warum springt der da oben nicht? Ja, das ist dann der perfekte Sprung, den du nur ein einziges Mal hinkriegst, aber gleich natürlich zu Anfang. Ah, das war aber jetzt verflucht knapp. Manometer, ey. Kannst du nicht noch irgendwie einen Meter darüber bauen? Nee, das... Deine ganze Konstruktion ist sowieso auch nicht so besonders gut. Doch, weil du hast es schon zweimal darüber geschafft und deswegen ist es eine perfekte Konstruktion. Nein, die ist... Also, weiß ich nicht.
E ist gut. Weil er nicht springt. Warum springt er denn nicht? Überall springt er, nur da oben nicht. Ich lass mir da nicht madig reden. So, warte mal. Vielleicht hast du ja Glück und ich kann noch eine Platte weiterbauen. Warte mal eine Sekunde. Einfach mal ein bisschen warten auch. Nicht immer nur Stress machen. Nö, irgendwie schaffe ich es nicht mehr. Komische Sache. Aber ich habe noch eine gute Idee. Hau ab. Lass mich jetzt hier oben alleine.